G&Fly Saloon, einer von den coolsten in der Schweiz. 1200 Meter Abstieg ungefähr. Und dann gucken wir mal, ob wir fliegen können. Es soll am Nachmittag ein bisschen Westwind geben. Eigentlich ist der Saloon nicht ganz so optimal. Eher ein Nordstartplatz. Aber ich denke mal, wenn der Wind nicht allzu stark ist, dann wird es schon klappen. Ja, der Aufstieg zum Saloon beginnt mit ungefähr 250 Höhenmeter über freies Wiesengelände, bevor dann, wie man hier sieht, erstmal ein Waldgürtel überbrückt werden muss, bevor man dann nach ungefähr 600 Meter Aufstieg auf freies Gelände kommt. So, Ziel voraus, der Saloon. Oh, baby.